Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Eden Crafters. Okay, gut, gucken wir mal weiter. Wir wollten ja mal gucken, dass wir das hier auch ein bisschen optimieren können. Aber dazu gucken wir jetzt einfach mal, ne? Und zwar, wollen wir mal gucken wegen dem Teil hier, ne? Ich wollte mal gucken wegen der Montage. Jetzt zwei Herstellungsteile zum ausgewählten Rezeptergebnis zusammen. Oh, nee, das brauche ich ja gar nicht. Hier. Ja, dann was ist das da? Veredler. Veredelt seltene Erze wie Kobalt und Uran und stellt Basaltbeton. Ach so. Okay, nimm mit den hier. Teilhersteller. Also, wir brauchen Zement, haben wir. Eisenträger. Eisenträger sind hier aus Eisenplatten und Eisenstangen. Also, brauchen wir nochmal Eisen. Dann holen wir uns nochmal Eisen. Und dann werde ich auch demnächst mal anfangen, das alles ein bisschen zu, ja, zu optimieren, verbessern, etwas besser hinbauen. Warum habe ich da einen? Achso, genau das, deswegen habe ich den Container da. Also, wir brauchen jetzt erstmal hier. Ach ja, hier. Ne? Ich habe ja noch einen Kommentar hier bekommen. Und zwar vom Mario. Lass mich den mal kurz raussuchen, ne? Lass mich den mal ganz kurz raussuchen. Schlecht vorbereitet, würde ich sagen. Schlecht vorbereitet, oh Mann. Hier, und zwar Mario. Ah, sehr schön, Eden Crafter. Hab denselben Planeten genommen, falls du noch nicht weißt, wenn du beim Herstellen von Sachen, zum Beispiel Barren und so weiter, die Umschalttaste hältst und dann auf das Produkt klickst, macht er 10 Schritte. Nein, wusste ich tatsächlich noch nicht. Hab mich mal hier abgeklickert wie eine wilde Sau. Dankeschön, dass du mir das erzählt hast. Sag das. Das macht natürlich dann doch um einiges wieder einfacher. Ja, und er sagt natürlich, PS, ich weiß jetzt schon, dass du in der zweiten Folge schon umbauen wirst. Tut mir leid, wir sind leider schon in der vierten Folge. Die Wette hast du verloren. Die ging an mich. Also, aber ich werde jetzt definitiv dann demnächst mal umbauen. Ja. Also, ja, fangen wir mal an. Machen wir mal hier die drei Eisenstäbe, Eisenträger. 1, 2, 3. Dann brauchen wir noch die 4 Bahnräder. Die sind hier. 1, 2, 3, 4. Okay. Und natürlich nochmal Platinen. Da gucken wir mal. Platinen, wie wir die herstellen. Und zwar aus Kupferplatten und Silizium. Ah, Kupferplatten. So, dann geben wir doch mal ein bisschen Kupfer hierher. Langsam wird mein Inventar voll. Ich habe irgendwie keinen Bock, einen Schrank zu bauen. Ich weiß gerade nicht, wie viele Kupferplatten ich brauche. Ich mache jetzt einfach mal. Ich sollte mir vielleicht doch mal langsam Schränke herstellen. Okay, 1, 2 Platinen. Dann haben wir den ersten Teilhersteller gemacht. Oh, wir brauchen davon aber einige, ne? Wenn du bedenkst, ne, was da so alles bei rauskommt. Also, den erstmal umdrehen. Machen wir mal. Ich glaube, machen wir es so. So, und dann wählen wir mal ein Rezept aus. Und zwar, oh, was da alles drin gemacht werden kann, ne? Boah. Guck mal, hier aus dem Organisch kann man auch viel Gummi herstellen. Machen wir mal die Eisenplatten. Zumindest mal Eisenplatten, ne? Ist 4%. Haben wir schon wieder kein Netzwerk hier. Warte, müssen wir schon wieder auf. Oh ja. Gesamt im Netzwerk 40. Ja, okay, mein Gott. War echt doof hier. Ich brauche mehr Windräder. Oder dass der Solar die Energie speichert, die wir noch nicht haben. So, einmal das. Okay, gut. Gut. Dann machen wir halt nochmal Windräder. Und zwar Windräder. Müssen wir halt das nochmal machen. Wir brauchen nochmal Eisenstangen. Brauchen wir hier wieder so 10er Schritte. Gut, ich kann halt, ne? Und ich möchte aber da schon mal dran schrauben. Also hier schon mal dran. Zack. So. Da stehen halt keine Zeiten dran, ne? Also ich habe zwar hier hinten. Warte mal. Okay, der fängt nämlich ein bisschen an zu stehen, wenn das durchläuft. Das heißt, von der Schmelze könnte man eventuell 2 hinbauen, ne? Weil hier hat man. Ne, hier hat man. Doch, hier, da. So und so viel pro Minute, eine 120 pro Minute stand da mal. Und hier sind das, hier sieht man es halt einfach nicht, ne? Aber ich glaube,
ob man da splitten könnte. Müsste ich tatsächlich mal testen. Wir brauchen noch mal kurz einen Container. Einen Container bitte. Einen Container für den Strider bitte. Eisenplatte. So haben wir sogar. Und dann werden wir mal dort das schon mal hinstellen, gell? Und dann kommen hier schon mal Eisenplatten raus. Und dann wird die Fall demnächst mal versucht, hier schon zu optimieren. Müssen wir nämlich mal gucken, ne, wie das denn so läuft, weil. Ja, nun müssen wir schauen. Das schauen wir uns mal an. Da sind auf jeden Fall die hübschen, schönen Eisenplatten. Und jetzt muss ich gucken, dass wir vielleicht nochmal Strom kriegen. Wobei tagsüber ist nachher wieder ganz gut. Ja. Essensbehälter mit Quarz. Ja, ja, Sauerstoffkapsel. Ja. Ich glaube, ich muss das einfach mal ausprobieren hier jetzt. Einfach mal austesten, wenn wir hier mal rüber gehen. Und zwar hier Fundamente zum Beispiel. Ah, guck mal, Plattform. Eine Plattform, die du draußen platzieren kannst. Hm, das sind Blöcke. Ein Baustein erhält dich in verschiedene Formen. Hm. Natürlich, ich glaube, damit kannst du so, ja, deine eigenen hier Wände bauen. Es ist so ein bisschen Plattform, aber ich weiß nicht, ob du dann die Bauteile drauf bauen kannst. Darf ich mal kurz gucken? Ich muss es mal kurz austesten hier alles. Ach so, Eisenträger braucht man dafür. Hm, will die gar nicht, ne? Was haben wir denn da? Guck mal, Asphalt. Oh ja, Asphalt für Straßen, ne? Und Dachziegel. Das ist so eine Art, sind die alle Minecraft hier, die Blöcke? Sichtbeton, Bodenplatten, Betondecke, Hebelstreifen, Bunkerbeton, Asphalt. Ich weiß ja nicht, wie groß die Fahrzeuge später sind. Wellblech, Boden. Ich glaube, ich setze den mal auf die hier, den Asphalt, und den mache ich mal auf die 5. Das sind schon kleine Teile, ne? Aber also brauchen wir Zement, ne? Bräuchte ich jede Menge Zement eigentlich, um hier jetzt mal den Boden gleich zu machen? Ich weiß auch nicht. Gucken mal. Kann ich das irgendwie auch ziehen? Ne, ziehen kann ich das anscheinend nicht. Nee. Das ist auch keine. Ey, muss ich das jetzt echt einzeln machen? Das macht man doch nicht wirklich, oder? Ist jetzt euer Ernst? Ey, komm, das muss doch irgendwie. Was denn jetzt? Okay. Jetzt habe ich die mittlere Maustaste gedrückt. Damit kannst du den einebnen. So, mittlere Maustaste ist die 0. Ach so, alles klar. Ehrlich jetzt? Muss ich die jetzt einzeln hier zieren? Glaub nicht, oder? Also, immer. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Alter. Also ich brauche erstmal Eisenplatten und Eisenträger. Okay, habe ich beides. Eisenträger. Okay. Holen wir uns mal hier geschwind ein paar Eisenplatten raus. Dann brauchen wir hier aber nochmal Eisenbarren. Machen wir es so. Okay. Also da muss ich mich echt reinfuchsen hier, ne? Zack, zack. Machen wir mal so, ne? Mal herstellen geschwind. Ah, ich glaube. Okay. Wird knapp hier langsam, ne? Wird hier ein bisschen knappi. Irgendwie. Das Problem, dass ich hier gerade mein Inventar voll habe, das kann man auch darüber. Okay, 4 Eisenträger. 1, 2, 3, 4. Machen wir das mal. Machen wir mal eine Plattform hin, okay? Fundamente.
Eine Plattform. Bauen wir mal eine Plattform hin. Ich möchte die mal. Wenn ich die dahin baue. Ja, man kann sie auch stapeln. Okay. Und dann mit der 5. Ich komme da. Komm darauf. Also dann hier drauf bauen. Okay, aber ich glaube, dann sollte ich so Plattformen bauen, ne? Hm. Lass mal auf die 6, oder? Spiken. Da muss ich noch gucken, also wie ich das da richtig gestalte, ne? Fundamente. Hm, Bauteile, ja. Wir brauchen halt viele Eisenträger. So, warte mal, was brauchen wir? Wir brauchen Eisenplatten und Eisenträger. Eisenträger, konnte man hier auch Eisenträger machen? Nein, also das nicht. Eisenträger konnte man hier nicht machen. Ah, das ist denn, jetzt verstehe ich. Okay, Eisenträger wären mir Eisenplatten, Eisenstangen. Also müsste ich noch so einen Teilhersteller. Ja, dann müssen wir nochmal so einen Teilhersteller machen. Nehmen wir uns den mal an. Und zwar der Eisenträger. 1, 2, 3. Platinen, 2 Stück. Okay, und dann machen wir nämlich da aus den Eisenbarren. Ja, machen wir da nochmal. Das wird nicht einfach. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Ja, gut. Gut. Aber dann mache ich nämlich hier hinten. Machen wir nämlich hier so einen zweiten. Ja, so einen zweiten. Ja, so ein. Ne? Genau, so einen zweiten Teilhersteller. So, genau dicht dran, ne? Ja, sauber. Machen wir hier die Eisenstangen. Oh. Das wird was werden, ey. Leute, das wird was werden. Ich hoffe, die Eisenbahnen sind gut. Oder aber ein Teiler. Brauche ich nochmal 2 Platinen. Oh. Hallo. Habe ich nochmal. Ah. Okay. Nochmal Eisenbahnen mopsen. Wir brauchen nochmal ein paar Eisenstangen. Fangen wir jetzt mal an. Fangen wir jetzt mal an zu optimieren. Brauchen wir 20 Eisenstangen, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. So, dann hauen wir uns da nochmal bei Platinen rein. Mhm. So, dann machen wir da so einen Splitter. Mal hier muss ein Splitter rein. Hier muss so ein Splitter, Förderbandteiler. Hm, okay, warte, dann muss ich jetzt erstmal. Nee, Förderband entfernen. Genau. Oh Gott, warte mal, da geht's rein. Und da geht's rein. Habe ich jetzt ein bisschen eng gebaut hier. Shit. Aber muss da was umsetzen, oder? Na, guck mal hier, der. Nicht weiter. Stopp. Kann ich dich nicht einfach so umsetzen? Okay, warte mal, abbauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Zeug denn da liegt. Oh ja, doch, das Zeug liegt. Nein, es verschwindet. Okay, wissen wir es auch schon mal. Es haut dann ab. Existiert nicht mehr. So, das ist die Schmelze. Genau, also das läuft ja eigentlich recht flüssig durch, ne? Stottert ja auch nichts. Dann müssen wir jetzt hier. Genau, den haben wir da rein. Hatten wir da drin? So, wir hatten ja einen Container, ne? Aber brauche ich den Container? Wenn das gemacht wird, könnte ich doch eigentlich sagen, hey, direkt hier durch.
Dann du da rein. Und du da rein. Gucken, ob das denn immer noch so flüssig läuft, wie es soll. Ach. Hört aber ein Teil. Man kann auch nichts einstellen. Wollen wir mal kurz gucken, wie das da durchläuft. Das scheint aber produziert Eisenbarren. Ah, guck mal. Lass mich mal kurz was gucken. Das mal da drauf. Also wenn ich das richtig sehe, so 50 pro Minute. Das heißt, davon... Ja, guck mal hier, da sieht man es jetzt. Stottert ein kleines bisschen. Das heißt, wir könnten... Ja, aus dem hier, der macht nämlich 120 pro Minute. Der, sagen wir jetzt mal, 60 pro Minute ungefähr, circa. Das heißt, wir können hier eine Schmelze dran setzen. Dann haben wir das nämlich hier nämlich völlig falsch. Bräuchten wir nochmal eine Schmelze? Bräuchten nochmal eine Schmelze? Machen wir das jetzt mal. Ach, guck mal, den kann ich sogar bauen. Hab ich sogar schon. Achtung. Kritisch. Sauerstoff. Oh. Hab ich hier... Ist so verheddert hier draußen. Okay, ganz, ganz kurz mal auftanken. Okay. So. Also, das heißt dann, wie mache ich das am gescheitesten? Wie mache ich das am gescheitesten? Wir brauchen hier diesen Splitter. Eigentlich kann ich den nicht mehr bauen. Nee, wegen Platinen. Nehmen wir mal. Ich will jetzt mal dieses Eisen mal komplett optimieren. Und wenn wir da jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit dran hocken, ist ja jetzt wurscht, ne? Muss mein Inventory ist voll. Ja, mein Inventar ist voll. Geh, komm, warte. Wo ist denn die Kiste? Der Schrank, die Kiste, whatever. Schließfach. Großer Behälter zur Aufbewahrung von Gegenständen. Mülleimer. 9 Plätze, 18 Plätze. Okay, machen wir gleich zwei Stückchen. So, Schließfach benutzen. Packen wir mal das da rein. Das da kurz rein. Ja, wobei, das... Hier das Quarz da rein, das da rein. Ja, das ist alles so. Wo ich sage, okay, warte, wir packen das alles da rein. Oh. Ach so. Ja, jetzt sollten wir auch die Platinen herstellen, natürlich, ne? Okay, wunderbar. Okay, machen wir das mal. Oh, der macht bum, 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 bum. Und das Förderband mal wegnehmen. Das mal wegnehmen. Und zwar den Teilhersteller. Boah. Ich glaube, den setze ich mir mal einfach auf die Null. So, ne? Probieren wir mal, ob das so reicht. Schauen wir uns das mal an. Okay, schauen wir mal. Wir lassen das Ding jetzt mal laufen. Ja, nach vorne läuft gut durch, ne? Aber nach rechts ist dann so... Dauert es ein bisschen. Also es ist nicht ganz, ne? Ist schon ein bisschen... Also zieht er da nicht noch durch? Kann es sein, dass das Förderband gar nicht das mitmacht? 53 Grad heiß. Ja, ja, warte. Mal wieder an die Ecke. Ja. Okay. Warte mal, Container. Kann nämlich auch gut sein, ne, dass... Nicht genug Eisenplatten. Na, das kann ja nicht sein, ne? Davon habe ich doch mehr als genug hier.
So, dann dich da mal rausbringen. Genau. Ja. Lass mich mal kurz gucken. Da kommt zu wenig. So, vielleicht auch wenig Strom, ne? Ich habe ja auch noch das Stromproblem. Lass mich mal kurz gucken. Die 8 Windkraftanlage. Okay, haben wir. Alles klar, wir haben jetzt ein bisschen Strom hier wieder reinbekommen. Das läuft ganz fantastisch. Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz was gucken, und zwar beim Förderband. Förderband, bis zu 60 Ressourcen pro Minute. Ah, da habe ich es. Genau, der fördert ja nur 60 Ressourcen pro Minute. Das heißt, diese Variante ist noch ein bisschen macho, dass das Förderband gar nicht schnell genug ist, weil der ist, produziert Eisenbahnen 60 pro Minute, und 60 pro Minute gehen halt einfach auch durch. Gut, da brauche ich ein besseres Förderband für, ne, damit ich die Kapazität da richtig, richtig raushau. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal für den Anfang, weil es wird das beides produziert. Und dann können wir nämlich auch ein bisschen anfangen mit dem Bauen. Ich muss halt noch gucken. Ich finde das halt ein bisschen, ja, Plattform. Ja. Ja. Mhm. Alles klar. So viel haben wir auch schon verstanden, ne? Das ist doch toll. Das organische Zeug einmal mitnehmen. Könnten wir nicht einfach einen ganzen Container... mal, wenn wir hier nochmal so einen Teilhersteller machen. So, machen wir nochmal 3 Eisenträger. Ja, wir brauchen Eisenplatten. Eisenplatten. Gib mir mal noch die Eisenstangen dazu. So. Eins, zwei, genau. Okay, Eisenträger. 1, 2, 3. Machen wir es auch geschwind. Und dann noch die Zahnräder. 1, 2, 3, 4. Wunderbar. Läuft wie Arsch auf Eimer. Und zwar, da haben wir jetzt das da drin. Gott, oh Gott, oh Gott. Momento, Momento. Machen das da rein. Das da rein. Und dann wirst du mal... Guck mal, Essensboxen. Machst du mal Essensboxen. Ja, du machst jetzt Essensboxen. Dann holen wir hier nochmal einen Container. Leute, es sieht jetzt chaotisch aus. Oh mein Gott. Geht nicht. Geht nicht. Oh mein Gott. So, und dann werden wir nämlich Essensboxen geliefert, ne? Dann brauche ich da nicht mal selber herstellen. Dann wird das schon mal produziert und geliefert. Saubere Sache. Saubere Sache, saubere Sache. Okay. Gut. Gott. Also du hast da Wohnquartiere. Okay, ja, da wo ich drin wohne. Brauchen wir aber für die ganzen Maschinen ja auch noch, ne? Oh mein Gott. Also, oh. Das wird hart werden, ne? Ich kann gerade überlegen, dass sie hier oben, weil ich weiß nicht, ob man da hinten die Felsen terraformen kann. Mal kurz ausprobieren, lass mal kurz gucken. Ja, gut, man könnte die auch terraformieren.
Das sieht mir auch so ein bisschen aus wie ein Eingang. Eingang zu irgendwas. Das ist ja Aufgang, ne? Okay. Vielleicht einfach mal gucken. Vielleicht gucken wir uns das mal irgendwann mal an. Müssen wir erstmal gucken, das ist aber jetzt. Boah. Also die einzelnen Blöcke möchte ich ehrlich gesagt nicht setzen. Boah, guck mal, von hier hinten. Der Strahl geht aber weit, ey. Von hier hinten kann ich das Zeug abbauen. Lol, geht das auch mit zum Erz? Tatsache. Was? Ist ja übel. Ist ja übel, ey. Also. Wow, also. Wow. Ich weiß gar nicht, wie ich hier bauen soll, ne? Ich bin da gerade ein bisschen ratlos. Ein kleines bisschen ratlos, aber ich glaube, wir fangen einfach hier an. Wir brauchen Eisenträger. Lass mich mal kurz gucken. Und zwar hier dieses Teil. Montagemaschine. Vielleicht nochmal 5 Eisenträger. 1, 2, 3, 4, 5. Geht das? Passt das? Okay, passt. Ein Computer aus Platine und Kabel. Ein Rotor. Ja. Und Kranko, ne? Und ein bisschen Kranko. Okay. Wir brauchen 10 Platinen und 5 Kabel. Haben wir noch Kupfer? Nee. Muss noch mal kurz Kupfer holen. Den. Ah. Ja, na, gucken wir jetzt mal einfach. Ne? Ich muss einfach mal durchziehen hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Okay. Kabel, ah, Kupferbarren. Da haben wir natürlich jetzt alles verbraucht. Macht überhaupt nichts. 5 Kabel. Machen wir mal 5 Kabel hier rein. Okay, die haben wir auch schon. Lithium. Lithium, oh. Lithium-Komponente haben wir hier. Okay, 10 Platinen. Na dann, hau mal rein. Eieiei, ne? Auch nicht schlecht, nicht schlecht. Ich muss mal gleich wieder Inventarplatz schaffen. Aber es sind immer nur so 20er Stacks, weißt du? Du brauchst davon immer so jede Menge. Passt auch nichts mehr rein. Ach komm, denn den weg damit, ne? Weil der macht er jetzt hier. Ja, nehmen wir mal einen mit. Muss er zwischendurch hier mal das Zeug essen, ne? Gut. Computer. Ein Computer, 4 Rotoren. Oh, muss man mal gucken. Oh Gott. Das sind 8 Kabel, 8 Gummi, ne? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Gummi. Ja, da muss ich aber das mal herstellen. Okay. Keine Ahnung, wie viel Gummi das jetzt sind, aber irgendwie habe ich keinen Platz mehr. Hab keinen Platz mehr. Nimm mal das da. Nimm mal das da. Nimm das mit mir. Ich glaube 8 Kabel, 8 Gummi. So. War das so? Ja. Ja, ja, 8 Kabel, 8 Gummi. Auch wieder so eine Produktion, die du. Your inventory is full. Ich weiß, dass mein Inventory full ist. Ich kann auch nichts dafür. Aber das passt doch noch.
Okay. Hauen wir das da nochmal hin. Ah, das sind 6 Gummi. Auch nochmal. Mal. Hauen wir das da, guck mal. So. Zack, zack. Jawohl. Also. Hier Rotoren. 1, 2, 3, 4. Ja, dann gucken wir mal. Ja, ja, das wird hier was werden, ne? Das wird was werden, also. Das ist ein Chaos. Es ist ein Chaos. Ich glaube, die Eisenstangen sind voll, ne? Jo. Würde man sagen, die Eisenstangen sind voll. Ja, das ist fast voll, ne? Müssen wir mal schauen. Würde ich nochmal kurz hier wegnehmen. Baumgewächshaus. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Wo soll ich noch lang bauen? Ich habe gerade ein kleines bisschen Platzmangel. Ein kleines bisschen Platzmangel hier. Den mache ich jetzt einfach mal hier hin. Wird schon werden, ne? So, gucken wir mal die Montageeinleitung an. Aber da können wir Eisenträger machen, nämlich, ne? Da können wir alles Mögliche machen. Hier. Oh, haben wir die Fehlvieh, ey. Also Eisenträger. Eisenplatten, Eisenstangen. Na dann. Fangen wir mal an. Nicht genug Eisenplatten. Ach Quatsch. Mehr als genug drin. So. Läuft doch, oder? Guck mal. Läuft doch wie geschmiert. Und dann kommt da draus und da schon mal. Ja, Eisenträger raus. Das ist das reinste Chaos hier. Das reinste Chaos. Da kommen sie, die Träger. Na, die Waldfee. Ist ja nicht schlecht. Ne? Also ich finde es ja schon geil. Ich finde es ja schon echt fasziniert. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Das läuft, ne? Das läuft. Oh, Eisenträger. Ja, die machen das gut leer hier, ne? Mal gucken, wie weit er das hier befüllt, ne? Nicht, dass er hier immer mehr Eisenplatten drin hat und dann keine Eisenträger mehr kommen. Eisenstangen, das wäre nämlich ziemlich schlecht, ne? Weil davon haben wir mehr als genug. Man sieht nämlich gerade, dass die Eisenstangen viel zu langsam reinlaufen. Und ich habe das blöde Gefühl, dass es hier gleich verstopft. Aber dann sollten wir das vielleicht ein kleines bisschen anders machen. Erstmal Luft tanken. Erstmal die Luft tanken. Haben wir gemacht. So. Weißt du, die Eisenplatten, die laufen hier nämlich, glaube ich, ein bisschen schnell durch. Mal gucken, wenn da gleich 2 Slots belegt sind mit Eisenplatten, was dann passiert. Okay, also die erste Eingabe wird immer freigehalten für die Stangen. Das ist gut. Das ist gut. Eisenstangen zu langsam durch, Eisenplatten zu schnell durch. Wieder was gelernt für später was, ne? Gut. So, und diese Plattformen, die waren ja jetzt Eisenplatten und Eisenträger, genau. So, haben wir hier schon mal ein bisschen was. Müssen natürlich auch dem
bisschen Zeit geben, ne? So, okay. Gut. Boah. Ich bin selbst immer noch am Rätseln hier, ey. Was hier wirklich gut ist. Jetzt einfach mal ausprobieren, ne? Das ist ja schon einiges. Nee, du sollst einfach da dran heften, okay? Aber, nee. Guck mal, so geht's doch besser. So. Guck mal, hier natürlich ein bisschen Platz. Okay, da geht's gerade nicht. Ist denn das, wenn ich jetzt hier... Wenn ich genug Eisenträger... Okay, gucken wir mal, ob schon wieder ein paar da sind. Aber... Ich glaube... Ja, ich glaube doch, das machen wir, ne? Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.